Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banishers. Ghosts of New Eden. Wir gehen jetzt rein hier ins Gasthaus und gucken mal, was hier so los ist. Und ja, gucken mal, wo Charles ist und was mit Charles ist. Charlie, deine Gebete wurden erhört. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. Na, endlich. Verbanner, bitte, kommt rein. Es ist kalt, daher darf sich eure Helferin setzen, während wir reden. Ich bin die Hilfe, sie ist der Boss. Und du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also, wo ist Charles? Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Reiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pennington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid. Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann? Und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist es meine Pflicht... Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihre Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren... Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden, bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Buchstäblich. Nun, Gouverneur, wollt ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr. Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich, der Stolz von New Eden. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. Okay, also Charles ist tatsächlich tot. Und er ist irgendwie umgekommen auf dem Friedhof. Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche, in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles sein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt,
Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Okay. Also hier ist irgendein Fluch, weswegen Charles uns ja hierher bestellt hat. Dabei ist er jetzt gestorben bei den Untersuchungen. Wir wissen jetzt aber nicht, wie lange das her ist, ne? Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Okay. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Okay. Diejenigen, die fort sind, wohin gingen sie? Nach Boston, entlegene Siedlungen, irgendwohin, überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Ich glaube, ein paar von denen, die weg wollten, haben wir tatsächlich schon gesehen. Ne? Das sind wahrscheinlich die Leichen, die überall rumliegen. Werden sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe es inständig. Hier ist ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt. Und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von Juiden zerbrechen. Vielleicht für immer. Okay. Ihr seid also Dämonologe? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse. Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen. Ich werde für die Kolonie stehen, als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Okay. Heldenmütig aber rundum. Vielleicht holen wir uns einen Rat. Ist nie verkehrt, nochmal irgendwie ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen zu können, oder? Vielleicht dürfen wir euch um Rat fragen. Bitte tut das, Madame. Denn ich würde euch nur zu gerne helfen. Okay. Alles gefragt, jetzt nur noch der Fluch. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen. Okay, kann ich verstehen. Was war die Ursache? Was glaubt ihr, hat den Fluch verursacht? Das ist eindeutig, wenn ich das bescheiden sagen darf. Der Abgrund spuckt seine Brut auf New Eden aus, um Gottes arme Geschöpfe leiden zu lassen. Was das Wesen des Dämons angeht, dafür bezahlen wir euch, um das herauszufinden. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn okay. ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Okay. Danke. Wir haben, was wir brauchen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay. Ha. Interessant, interessant. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir uns angucken können? Wollen wir jetzt hier gehen? Darf ich hier rein? Hier liegt noch was. Hinweis vom Gasthof.
Per Ankündigung in der letzten Bürgerversammlung schließe ich hiermit die King's Arms Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel, bis der Fluch gebannt und meine Rückkehr erfolgt ist. Wird weder Bier verkauft noch getrunken. Die Lager und Schlafzimmer sind verschlossen. Gott segne euch. Charity Crugget. Okay. Okay, das erklärt, warum hier niemand war, außer den Stadträten. Es darf halt keiner mehr hier rein. Okay. Nein. Kann ich nach oben? Aber es sieht schon voll hübsch aus hier so, ne? Kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein. Hier ist noch eine Kiste. Acht realen Stück, okay. Ansonsten ist ja alles noch zu, okay. Das heißt, wir kommen später auf jeden Fall wieder her, wenn da jetzt noch zu ist. Hast du noch irgendwas zu sagen? Gouverneur. Wie kann ich euch behilflich sein? Okay, gar nichts. Gut. Dann gehe ich jetzt. Ich bin immer noch hier, wenn ihr mich braucht. Okay. Hau rein. Dann gehen wir jetzt... Halt, wo ist der Ausgang? Da. Dann gehen wir jetzt zum Schulhaus, würde ich sagen. Gucken uns hier nochmal... Ach nee, zu Esther. Esther. Nicht Esther. Esther. Verdammt, Charles. Diese verfluchten Meeresstürmer. Wären wir nur früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Ne, der Kompass zeigt die Richtung und Entfernung zu einem Ziel an. Folge der gelben Markierung, um Esther zu treffen. Ja, ich wollte mir aber das hier kurz noch angucken. Der Weg zum Gemeindezentrum ist geschlossen, Beschluss des Gouverneurs. Friedhof geschlossen, auf Anordnung des Gouverneurs. Ist einfach alles geschlossen. Ich will das in der Mitte. Okay, war das auch Gemeindezentrum? Friedhof? Was? Ausgangssperre. Nach Sonnenuntergang. Bleibt zu Hause. Kein Unfrieden, kein Aufruhr. Gouverneur F. Haskell. Eine Ausgangssperre? Aber wieso? Das erste Mittel eines jeden Unterdrückers, der etwas auf sich hält. Ah ja, hier ist der Dude, der gesagt hat, ich wohne gegenüber. Steht noch hier. Ach, habt ihr genug von dem Geschwätz von Fairfax? Der Mann hat eine goldene Zunge. Aber das ist das Einzige, was er vorweisen kann. Sagt mir, Hauptmann, was bedeutet euer Rang? Miliz? Ich kümmere mich um die Bürgerwehr. Ich versuche auch Bedrohungen zu erkennen. Eingeborene, Räuber, Franzosen und andere Ungeheuer. Aber der Fluch, das ist eine ganz besondere Scheiße. Nicht mal der arme Davenport sah den voraus. Irgendeine Idee, woher der Fluch kommen könnte? Keine hilfreiche. Ich bin ein Mann des Militärs. Dunkle Mächte sind nicht mein Metier. Ich nehme das jetzt mal als einen sanften Seitenhieb. Ihr glaubt also nicht an meine Arbeit? Ich sehe, dass ihr eine talentierte und fähige Frau seid. Das respektiere ich. Alles Weitere ist euer Handwerk, nicht meins. Ich gehöre zur alten Garde. Ihr und euer schottischer Grünschnabel, ihr seid die Hoffnung. Also besser, ihr seid erfolgreich. Okay. Na dann, gucken wir mal. Willkommen zurück. Ich bin hier. Es sei denn, ich bin es nicht. Was für eine wahre Aussage. Wir sollten zu Esther gehen. Ich glaube, der Gouverneur hat gesagt, ihr Haus steht oberhalb der Docks. Kann ich jetzt mit dir reden? Naja, du willst immer noch allein sein. Okay. Warte, geht's eigentlich hier hin? Moment, ich will mal ganz kurz hier hochgucken. Ist es hier oben? Das zu, da ist eine Kiste. Okay, hier ist zu. Okay. Da geht es noch nicht weiter. Oder besser, weiß nicht, ob noch oder gar nicht oder I don't know.
Hier leuchtet noch was. Pyrit. Okay. Naja, dann gehen wir mal zu Esther. Da ist nix. Andrea. Red. Kommt rein. Ich schlief kaum aus Angst, ihr würdet nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Esther, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier. Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß. Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Was ist mit ihm geschehen? Armer Charles. Auch nur ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos. Ungeduldig. Zwar hatte er euch, seine Freunde, nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. Oh Mann. Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch? Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Okay. Was könnt ihr mir über den geschätzten Gouverneur Haskell erzählen? Fairfax Haskell ist sehr belesen und gebildet. Aber manchmal ist er furchtbar steif. Er interessiert sich wie Charles für das Unbekannte, aber seine Leidenschaft scheint weniger von praktischer Natur. Er ist ein Akademiker. Dennoch, gut zu wissen, dass unser Gönner unsere Arbeit zu würdigen weiß. Wir trafen auch den Hauptmann und die Jägerin, Thickskin. Kennt ihr die beiden? Ich finde das Verhalten von Thickskin Newsmith etwas beängstigend, aber sie hat ein gutes Herz. Und wie man hört, ist sie eine gute Jägerin. Captain Pennington hat einen guten Ruf als Soldat. Er hat eine ironische Art an sich, aber ich vermute, dass er hinter all dem nur traurig ist. Charles dachte das auch. Es gibt Wunden unter Saul Penningtons Rüstung, sagte er, die Zeit und Gott noch nicht geheilt haben. Okay. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Irgendetwas, Esther. Bitte. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Versprochen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles' Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Danke, Esther. Okay. Wir sehen uns mal um, wenn das in Ordnung ist. Okay, also gucken wir uns jetzt hier noch einmal um. Kann ich euch behilflich sein? Bleib hier. Wir finden den Weg. Du hast deinen ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über die Person, mit der er verknüpft ist. Du kannst diese Hinweise jederzeit über dein Menü für die Ermittlungen aufrufen. Das ist die Karte. Mein Inventar. Chroniken. Spukermittlungen.
Esther. Herausfinden, warum Charles Geist verweilt. Untersuche das Arbeitszimmer, untersuche das Schlafzimmer. Okay, das ist spannend. Okay. Um zu verstehen, warum ein Geist im Lebendreich verweilt, musst du Hinweise über jeden beteiligten Bewohner sammeln. Wenn du alle Hinweise aufgedeckt hast, wird die Intention des Bewohners offenbart und du kannst deine Untersuchung abschließen. Wo wohnt ihr denn, meine Lieben? Der Gouverneur hat ein Zimmer im Schulhaus für uns herrichten lassen. Im Schulhaus? Bündel von Briefen von Charles, 21. Februar 1687. Meine liebe Esther, oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist. Aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch ich weiß, dass mich nur noch wenige Monate von deinen liebenden Armen trennen. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor den dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diesen geheimnisvollen Verstrickungen. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvollen Verstrickungen und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann, dass ich alles tun kann, solange du mich mit diesen dir eigenen Funkeln anblickst. Ich denke an dich, auf ewig dein Geliebter, Charles. Das ist sehr freundlich, aber wir haben einen langen Tag vor uns. Wir wollen nicht zur Last fallen. 5. Januar 1685. Meine geliebte Esther, wie sehr sehne ich mich danach, dich in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit für meinen Gaumen. Eine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig. Bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtlichen Regungen meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben, bis zu dem gesegneten Augenblick, in dem ich dir endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken, dein Geliebter auf ewig, Charles. Ich habe nicht viel, aber versprecht mir, dass ihr morgen zum Essen kommt. Ja, okay. Um der alten Zeiten willen. Natürlich. August 1694. Meine süße Esther, ich war am Ende, doch du hast mich gestützt. Du bist ein Engel des Himmels, der mir bei meinen dunklen Missionen hilft. Du bist das Licht, das mich durch die Dunkelheit der Unsichtbaren führt. Daher tut es mir so leid, dich in dieses gequälte Land gebracht zu haben. Hier in New Eden ist nichts so, wie es sollte, und das weißt du auch. Und mein Herz ist schwer, weil ich um dein Leben fürchte, wenn du bei mir bist. Hätten wir in diesem Land doch ein ruhiges Plätzchen für unsere Familien gefunden. Aber ich fürchte einen Fluch und wir sollten besser gehen. Oder vielleicht nur du, während ich unser Zuhause verteidige. Denk darüber nach, denn der Gedanke ist unerträglich, dass die Dunkelheit dich mir wegnimmt. Auf ewig dein Geliebter, Charles. Okay. Dieses Geschirr war Zeuge manch eines Dinners mit Charles, das zum Vortrag wurde. Ich vermisse ihn so sehr. Das tun wir auch, Esther. Das tun wir auch. Was ist das? Brief von Eleanor Combs, November 1694. Mein liebster Charles, wie sehr freute ich mich über deine Worte. Es ist immer schön, von dir zu hören und zu wissen, dass es dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir in unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, Seuchen und ewig währende Winde sind vielleicht zu allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Sekrets oder etwas anderes handelt, können wir nicht sagen. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschungen fortzusetzen und all deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft des St. Paul Stoll ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein wird. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Eleanor Combs. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Tja. Neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Purcell? Etwas Leichteres konntest du nicht finden?
Zurzeit fehlt mir die Muße zu spielen. Unfassbar, dass du deinen Flügel mit nach Neuengland genommen hast. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Waren noch andere Besucher hier? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Ha, der Bachelor. Der ist von Charles. Als hätte er sie nie verlassen. Tja. Brief einer Nachbarin. Esther, etwas Essen und Bier für dich. Mein Beileid. Deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. Naja, sie kümmern sich wenigstens um sie. Gedrucktes Buch. Eine Studie von H. Purcells, was auch immer, in G-Moll für Streicher von E. Davenport. Kikoni? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, sorry. Musikessay. Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über, die eolische Tonleiter von Heinrich Petri. Gott, Namen, ne? Ich glaube, hier unten haben wir soweit alles. Gehen wir mal hoch. Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Das ist schon eigentlich voll das große Haus, ne? Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Das muss unerträglich sein. Wertvoller König aus Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat. Die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin. Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Alles ist möglich. Okkultes Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Tod für die Toten von Balthasar Hans Vrenhofer. Charles' Notizen. Auf dieser Seite des großen Teichs gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach Neuiden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Stola die neue Welt zu erforschen, und auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon. Auf welch eigenartige Dinge ich ja schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier ihr Unwesen, doch sie sprechen nicht. Auch werde ich das Wort nie laut aussprechen, aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich je auf eine treffen, würde ich nur zu gern mehr über sie erfahren. Okay. Theologisches Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Formicarius von Johannes Nieder. So, noch ein theologisches Buch aus Charles' Sammlung. Fortalicium Fidei von Alfonso de Spina. Okay, Charles hat sehr viele Bücher hier gesammelt. Eine Weltkarte. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Danke. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Weißt du noch, wie er die plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. Ich mag Red. Okay, dann haben wir uns jetzt hier auch alles angeguckt. Dann gehen wir mal zu... Nein, hier. Habe ich das... Ja, doch, das haben wir gelesen. Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. 13. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir mein Jammern erleichtern. 14. So erschreckest du mich mit Träumen und machst mir Grauen durch Gesichte? So erschreckest du mich mit Träumen und machst mir Grauen durch Gesichte. Dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein, und mein Leib wünschte den Tod. Sie kommt in Träumen zu mir. Achso, das ist Vers 13 bis 15. Oh Gott. In den Notizen von Charles kommt Hiob, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor.
Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Hm? Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts? Ein kommender Albtraum? Visionen, Vorahnungen? Steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. Nur verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Betten quält? Tja, gute Frage. Charles. Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Okay. Aha. Diese Folge ist jetzt nur Infofolge. Es tut mir leid. Woher kommen die Albträume? Ich erinnere mich an die Lehren meiner Meister, Gott sei ihrer Seele gnädig. Der kluge und fromme Mann wird zu den Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten ihrer Bedeutung und der Kraft, die in allem von ihnen verborgen ist, zurückkehren, wenn das gewöhnliche Wissen angesichts der Bedrohung durch das Unbekannte nicht ausreicht, um eine Situation zu verstehen. Albtraum hat nichts mit einem nächtlichen weiblichen Pferd zu tun. Was? Mare stammt hier angelehnt an das französische Schumar oder das deutsche Nachtmar aus dem Mittelniederländischen des 12. Jahrhunderts ab und bedeutet Geist oder Dämon. Ein Nachtmar ist ein kleines Ungeheuer, das sich ins Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken, sondern einer der seltensten und mächtigsten Geister, dessen einziges Ziel es ist, seinen heimtückischen und unversöhnlichen Zorn auf jede lebende Seele zu übertragen, die er erreichen kann. Es ist laut meinen Forschungen noch keinem Okkulisten gelungen, einen Nachtmar oder Albtraum zu vertreiben. Aber warum? Könnte ein Albtraum mehr sein als ein Geist? Ich fürchte ja. Ich erinnere mich an einen beunruhigendes Gedicht, das ich als jünger Mann in London gelesen habe. Es handelt von den furchterregenden Fähigkeiten eines solchen Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflussen und sie dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernungen zu kürzeren oder die Zeit zu verändern. So wird ein quälender und personalisierter Albtraum geschaffen, dem seine Opfer nicht entkommen können. Was für ein angsteinflößendes Konzept. Ich bete mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu Gott, dass uns dies nicht ereilen wird. Wie könnten wir dann der Verzweiflung, dem Tod und dem Untergang entkommen? Ich brauche mehr Informationen, aber wo finde ich sie? Tja, anscheinend auf dem Friedhof, weil da bist du ja dann hingegangen, Charles. Charles Davenports Brosche, eine silberne Brosche, die Charles Davenport trug mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwerts. Charles hat diese Brosche immer getragen. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Naja, er ist trauert ja noch. Weißt du noch, wie sie über Bücher diskutierten, die wir nicht kannten? Als wären wir gar nicht da? Oh, du hast zugehört? Ich hab da immer auf Durchzug geschaltet. Kinderpsalm. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 127, Vers 3. Notiz des Arztes. 3 Tropfen Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafengehen. Wintergrün 3-mal täglich zwischen den Handflächen und hinter die Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelisse nehmen. Evelyn. Okay. Esther kann anscheinend nicht mehr schlafen. Verständlich. Ungesendeter Brief an Esthers Schwester. Meine liebste Schwester, Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist oder welchen Tag wir heute haben oder wie lange es her ist, dass mein Charles uns verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Nichts ist so geschehen, wie es sollte. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Welch Schande. Ich ließ meinen lieben Mann im Stich. Ich hatte nicht die Kraft, das Haus zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Charles starb. Herr, sei uns gnädig und führe unsere Freunde zu uns, bevor es zu spät ist. Ohne den Schutz meines geliebten Mannes wird New Eden nicht mehr lange bestehen.
Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du, die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest. In Liebe, Esther. Esther konnte nicht an Charles' Beerdigung teilnehmen. Wie schrecklich für sie, die arme Frau. Esther konnte sich nie von Charles verabschieden. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Nun wissen wir, warum er vielleicht zurück ist. Wir sollten den Friedhof erforschen, wo er gefunden wurde. Okay. Das machen wir auch. Aber in der nächsten Folge. Okay, wir haben Esther jetzt fertig, ne? Wir haben ihre Sachen alle. Genau, und dann ist das so. Aha, spannend. Und hier kann man nochmal alles durchgucken. Das ist schon cool gemacht. So, nächste Folge gehen wir auf den Friedhof und gucken mal, wo Charles gestorben ist. Die Folge war jetzt wirklich rein Info, 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 Info. Es tut mir sehr leid. Sowas ist immer streckenweise dann echt ein bisschen langweilig. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Aber da müssen wir jetzt durch, weil wir wollen ja wissen, was hier los ist. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Also bis dann, macht's gut. Tschüss! Morgen ist dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Action. Bis dann.